So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich war gestern leider außer Gefecht gesetzt, aber heute geht's wieder gut und ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Schön, dass ihr auch da seid. Und wir machen in gewohnter und trauter Form weiter, wie wir das kennen, nämlich mittwochs immer mit einer freien und offenen Talkrunde. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch ganz einfach unter der bekannten kostenfreien Nummer 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Mein erster Anruf heute Nacht ist die Nicole und Nicole ist 33. Hallo. Hallo Nicole. Schön, dass du da bist. Ja, ich bin ein bisschen nervös. Um was geht's denn bei dir? Also bei mir ist ja ein Problem, ich wiege 180 Kilo. Ja. Und auf diese Operation, da habe ich tierisch Angst vor. Was für eine Operation hast du denn im Visier? Das Magenband. Ein Magenband. Mhm. Aber da habe ich tierisch Angst vor. Warum? Das sind ja die Entschuldigung. Komplikationen. Genau, und da habe ich große Angst vor, dass das nicht so klappt. Was sind das denn für Komplikationen, die da eintreten könnten? Was weißt du? Was hat man dir gesagt? Also, ich weiß es nicht 100%. Ich hatte nur eine Freundin erzählt, das kann auch das Herz aussetzen, wenn das Herz nicht so mitmachen sollte, wenn das so überfettet ist. Ja, aber und die Operation? Was geht? Schwierig, bei so dicken Leuten ist das sehr schwer zu machen. Ja. Nun, sind gute Freundinnen ja immer, oder Freundinnen sind natürlich immer gute Ratgeber. Aber in erster Linie sollte man natürlich, wenn es um solche medizinischen Dinge geht, mit einem Arzt reden und sich da konkret beraten lassen. Hast du das auch schon gemacht? Ja, ich war ja schon beim Arzt. Er kennt sich leider nicht damit so gut aus. Ja? Er hat nur gesagt, wir können ja mal einen Antrag stellen. Aber bis jetzt so richtig Informationen habe ich nicht. Ja, also das läuft ein bisschen schleppend an, glaube ich. Ne? Genau, eigentlich musst du mit einem Arzt reden, der so etwas schon gemacht hat, der genau die Komplikationen weiß, der dich aufklären kann über alles, was passieren kann und auch über die Vorteile vor allen Dingen informieren kann. So tastest du dich da so ein bisschen durch den Nebel, ne? Habe ich den Eindruck. Ja, ich bin auch ziemlich allein. Ich habe auch keine Freunde. Ja. Weil ich wohne hier so auf dem Dorf. Ja. Und es ist schwer, Freunde zu finden überhaupt, weil die lästern und alles. Du bist 180 Kilo schwer. Ja. Und bist wie groß? 1,76. Das ist natürlich schon eine ganze Menge. Ja, ich habe auch Depressionen, ich kriege Tabletten. Mhm. Und es ist sehr schwer. Also ich merke das auch, ich gehe auch selten raus. Wie lange bist du schon so füllig? Seit Kindheit an. Seit Kindheit an? Ja. Warum? Wie kommt das? Isst du sehr viel? Ja, ich habe diese Essattacken. Wenn ich Probleme oder irgendwas ist, dann immer rein. Mhm. Also Frustessen. Ja, genau. Woher kommt der Frust? Den Ärger, die Probleme, die ich alle habe. Was sind das für Probleme? Das ist von damals noch die Vergewaltigung. Die habe ich nie verarbeiten können. Schulden. Mhm. Und die Beziehung ist im Dezember kaputt gegangen. Ja. Gehen wir mal eins nach dem anderen durch. Du sagst, es gab eine Vergewaltigung. Ja. Wie alt warst du da? 10, 11. 10, 11. Also ein Kindesmissbrauch. Ja, der ist in der eigenen Familie. In der eigenen Familie? Ja. Über einen längeren Zeitraum oder einmalig? 5 Jahre. 5 Jahre? Ja. 5 Jahre in der eigenen Familie? Meine Mutter habe ich es erzählt und die hat nur gesagt, stillschweigen in der Nachbarn. Wer war es denn in der Familie? Mein Opa. Und die Mutter, meinst du, die hat das gewusst? Hat das aber nicht ernst genommen? Ich weiß von der anderen Schwester her, dass die Kinder vergewaltigt wurden von ihm. Mhm. Das Kinder, ja. Ja. Und was ist die Rolle der Mutter? Hat die weggeguckt? Ja. Die hat weggeguckt. Also, wo ich ihr gesagt habe, hat die einfach nur gesagt, wir ziehen weg und das war's. Mhm. Nie drüber geredet, mehr nichts. Mhm. Lebt deine Mutter noch? Ja. Hast du mit der Kontakt? Ja. Ja. Habt ihr jetzt, wo viele Jahre vergangen sind, mal über diese schlimme Zeit gesprochen? Nein. Ist tabu? Ja, ich kann mit dir so über Probleme nicht reden. Mhm. Hast du, wo war dein Vater in der Zeit damals? Seit ich geboren wurde, waren die getrennt und da habe ich gar keinen Kontakt. Ach so, die Mutter war alleinerziehend. Ja. Hast du eine Wut, hast du Zorn auf deine Mutter, dass sie dich nicht geschützt hat vor dem Opa? Ja.
Also der Opa war dann Ihr Vater? Ja. Könnte das sogar sein, dass deine Mutter so etwas hat auch ertragen müssen als Kind? Ja. Weißt du das oder vermutest du das? Ich weiß das. Also die hat es mir nicht direkt gesagt. Mein jetzt ehemaliger Mann hat es mal so erzählt. Das heißt, sie war auch schon ein Opfer. Ja. Und vielleicht kann man ihr deshalb gar nicht so große Vorwürfe machen. Ja, aber ich habe noch nie ihr irgendwie vertrauen können, nichts. Obwohl mir das schwerfällt, das zu sagen, weil ich denke, dass man immer, auch wenn man selbst eine schwere Vergangenheit hat, ein Kind schützen muss. Lebt dein Opa noch? Ja. Der lebt auch noch? Ja, der ist gerade aus dem Krankenhaus, hat einen Schlaganfall gehabt. Wie alt ist der jetzt? Der ist 77. Hast du mit dem Kontakt noch? Ja, ich gehe ab und zu mal hinsehen, meine Oma, weil meine Oma hat mich früher großgezogen. Meinst du denn, dass die Oma das damals mitbekommen hat, was passiert ist? Ich weiß es nicht. Meine Mutter und ich haben es ihr damals mal gesagt und sie hat ihr nur gesagt, ich glaube euch das nicht. Wie ist denn das für dich, wenn du heute diesem Mann gegenüberstehst, der dich 5 Jahre lang vergewaltigt hat? Das ist bei mir nur Hass. Kannst du dem überhaupt die Hand geben? Nein. Nee. Den kannst du auch gar nicht ansprechen wahrscheinlich. Wenn ich was sage, gucke ich ihn auch nicht an. Also ich bin meistens halt dann bei meiner Oma dann nur. Die Oma. Wenn die Oma nicht wäre, würdest du da gar nicht hinfahren? Ja. Wenn sie das gesagt hat, sie glaubt das nicht. Sie hat mich aber großgezogen. Ich habe eigentlich eine richtige Bindung zu meiner Oma. Das heißt, die Oma war eigentlich immer gut zu dir? Ja. Ja. Wenn dieser Mann, der dein Opa ist, wenn der jetzt gestorben wäre, wie wären deine Gefühle dann? Erleichtert. Dann sage ich zu mir, der hat seine Strafe jetzt. Für mich ist das Gefühl so. Hast du irgendwann eine Therapie gemacht? Aufgrund deiner? Ich habe nur Kuren gehabt und es war letzte für eine Kur und da habe ich das angesprochen. Da wurde nicht richtig besprochen. Also das, dann hatte ich das eine Gruppentherapie mal angesprochen und die haben gesagt, hier jetzt nicht. Ah ja. Also richtig geholfen wurde mir bis jetzt noch nicht. Das heißt, du hast mit deinen 33 Jahren noch nie wirklich ausführlich mit professioneller Betreuung über diese schlimme Zeit geredet? Nein, ich habe nur mal angefangen mit meinem Mann zu sprechen damals, aber er wusste nicht, wie er damit umgehen sollte. Weiß es sonst außer deinem Mann noch? Weiß es sonst noch jemand? Nein. Nee. Fällt dir das jetzt schwer, im Moment mit mir darüber zu sprechen? Ja, ich bin ziemlich nervös. Ich finde es toll, dass du es aussprichst, Nicole, weil ich glaube, dass das sicher eine der ganz großen Ursachen deines jetzigen Leidens auch ist. Sowohl deines seelischen Leidens, aber auch deines körperlichen Leidens. Weil ich habe auch noch 2 Kinder. Und lebst alleine mit den Kindern? Das eine ist, sage ich jetzt mal, eine Pflegefamilie. Und das andere? Das ist bei mir. Das ist bei dir. Wie alt ist das Kind? Der Kleine wird jetzt 3. Ach. Und der ist bei dir? Ja, ja. Und das schaffst du? So im Moment, die Situation im Moment bin ich, weiß ich nicht, wie hin und vorne geht. Also eine große, eigentlich eine Krisensituation im Moment. Ja, also keine, mein Mann auch, der kommt ab und zu mit den Kleinen besuchen. Aber wie es mir wirklich geht, das weiß keiner. Das schreit ja geradezu danach, Nicole, dass dir umfassend geholfen werden muss, seelisch geholfen werden muss und auch körperlich. Ich glaube, dass das Magenband kann sicher unter Umständen eine ganz gute Sache sein. Aber noch dringlicher wäre es, dass du dich auch um deine Seele kümmerst, dass die Seele behutsam behandelt wird, aufgrund dessen, was du ertragen hast früher. Ja, ich brauche dringend Hilfe. Beides ist nötig, beides ist wirklich richtig nötig. Du musst es auch tun. Einmal musst du es für deine Gesundheit tun. Du bist eine junge Frau von 33. Wenn du so weitermachst, hält der Körper das nicht lange aus. Das weißt du selbst. Ja. Und du hast ein Kind. Ich habe mich jetzt an dich gewendet, weil ich weiß nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Und du hast ein Kind, für das du Verantwortung trägst und das du gerne behalten möchtest. Ja, weil ich habe sogar, auch wenn es sich leicht anhört, den Haushalt, schaffe ich im Moment auch nicht mehr.
weil ich habe auch den Druck, weil ich arbeite darauf hin, dass meine Tochter wiederkommt. Mhm. So, aber wenn das nicht gewährleistet, schaffe ich das nicht. Mhm. Nein, bevor auch das zweite Kind, wie alt ist das zweite Kind? Die ist 11. 11, so. Dann, bevor sie zurückkommt, musst du natürlich einigermaßen in deinem Leben stabil sein. Ja. Und das bist du nicht im Moment. Nein. So, Nicole, wir bieten dir jetzt im Hintergrund eine Beratungshilfe an. Mhm. Du wirst mit meiner Psychologin sprechen. Ja. Und sie wird dir sagen, und sie wird dir Tipps geben, was du in die Wege leiten solltest. Mhm. Ich halte das Seelische genauso für wichtig in deinem Fall wie die körperliche Geschichte. Ja. Du bist aber willens, auch etwas zu unternehmen. Das will ich auf jeden Fall. Das ist die beste Voraussetzung für die Hilfe, wenn man das selbst wirklich möchte, dass niemand anderes einen davon überzeugen muss. Mhm. Also Nicole, wir rufen dich jetzt wieder an. Ja. Ich hoffe, dass wir dir etwas weiterhelfen können. Wir können dir natürlich nur Ratschläge geben. Mhm. Du selbst musst es dann in die Wege leiten. Ja. Ich wünsche dir sehr viel Kraft dazu und möchte wirklich auch appellieren, dass du es tust, für dich und für dein Kind, für deine Familie. Ich will es auf jeden Fall. Mhm. Dann legst du bitte auf und ich wünsche wirklich alles Liebe und alles Gute von Herzen. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Hier ist Christina. Christina ist 24. Guten Morgen, Christina. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Christina. Weswegen rufst du mich an? Ja, ich rufe eigentlich an, ich bin 24 und habe eine Teilprothese im Mund, also Zahnprothese, mit 9 Zähnen unten. Also die Backenzähne jeweils und 2 Schneidezähne oben. Also Prothese heißt ein Gebiss unten quasi. Genau, ja. Ja, zum Rausnehmen. Zum Rausnehmen. So, mit so Clip-Dingern und... Ja. Wie kommt das? Ist eigentlich ungewöhnlich für eine 24-jährige junge Frau. Ja, ich weiß. Ich hatte einen Unfall gehabt, einen Fahrradunfall im Milchzahnwechsel. Bei was? Ich habe nicht verstanden. Ein Fahrradunfall bei... Ja, wo ich gerade die Milchzähne noch hatte. Ach so. Wo sich halt alles gebildet hatte und die kommenden Zähne wurden also teilweise zerstört durch den Aufprall. Also die Milchzähne sind in den Oberkiefer gekommen und ja, somit habe ich 2 Schneidezähne verloren oben. Mhm. Die Eckzähne sind daran gewachsen und neben den Eckzähnen hatte ich jeweils dann Lücken und halt hinten die Backenzähne. Mhm. Ja, und das hatte ich eigentlich bis zu meinem 19. Lebensjahr. Also ich konnte nicht richtig lachen. Ich hatte immer die Hand vor den Mund und ich war nie jetzt ein humorloser Mensch oder so. Mhm. Ich habe immer gern gelacht, aber... Also das sah sehr merkwürdig aus, Ja, ich meine gut, so vor der Familie halt gelacht, klar. Mhm. Da gab es ja keine Scheu. Ja. Aber jetzt bei Freunden oder bei fremden Menschen gerade immer so geredet und nie so die Zähne gezeigt. Immer so gesprochen, dass man die Zähne nicht sieht. Ja, genau. Und immer so beim Lachen halt so Hand vor den Mund. Und das war richtig belastend. Mhm. Naja, somit hatte ich dann auch, ich hatte schlechte Erfahrungen mit dem Zahnarzt auch gemacht. Irgendwie jedes Mal beim Besuch wurden mir die Zähne gezogen. Bis dann der 5. Zahn dran kam, da habe ich dann gesagt mit 15, nein, machen wir nicht, habe ich keine Lust drauf, weil irgendwie, man muss ja auf irgendwas aufbauen können und wenn keine Zähne mehr da sind, dann hätte ich ja direkt einen Vollgebiss gekriegt. Was ist denn dann mit 19 passiert? Ja, mit 19, also ich habe einen Kumpel, habe ich begleitet zum Zahnarzt und er meinte halt, die wäre total cool und toll und ich so, ja gut, packst du dir ein Herz, gehst du hin. Mhm. Ja, und sie hat sich das Malheur angeguckt und es waren halt in diesen 4 Jahren halt Ruinen entstanden und durch Schnuck von Großeltern und halt mit, wenn man noch so jung ist, vergisst man schon mal Zähne putzen. Und also gegen die, ich sag mal, die Entstellungen von den Zähnen einher auch noch mit Karies und ja, nicht so guter Pflege. Ja, dann auch genetisch bedingt, dass ich einen ziemlich weichen Schmelz habe. Ja. Was hat die Zahnärztin dann mit deinem Mund gemacht? Ja, die hat erstmal geguckt, was noch zu retten ist, was nicht mehr zu retten ist. Mhm. Hat Röntgenbild erstellt, hat mich aufgeklärt, also mit langen Gesprächen. Ja, und dann wurde schlussendlich eine Vollnarkose gemacht, wo ich dann 6 Zähne gezogen bekommen habe. Mhm. Und dann wurde halt direkt ein Provisorium dran gemacht. Und oben habe ich jetzt alles verkront. Also oben sind jetzt alles, sind die Zähne fest und unten hast du diese Prothese, ne? Genau, ja, richtig. Mhm.
Sieht man das, wenn ich jetzt mit dir sprechen würde, sieht man das? Nee, ne? Das sieht man nicht. Nö, eigentlich nicht. Also ich habe, seitdem ich 19 bin, eigentlich ich bin richtig aufgelebt. Also das glaube ich. Wenn man sich immer dafür schämt, die Zähne zu zeigen, zu lachen, ist man irgendwie immer in Anspannung. Ja, hast du recht. Ja. Und ich meine, wie gesagt, ich war schon immer ein humorvoller Mensch, aber jetzt, wo ich halt die Zähne im Mund habe, seit der Zeit geht es mir halt richtig gut. Nur das Problem ist, meine Ärztin hatte jetzt neulich nochmal, also ich hatte jetzt letzten Monat, wurden mir nochmal 2 Zähne gezogen, weil es ändert sich nichts, es wird nur schlimmer. Sie sagte auch, mit 30 habe ich wohl ein Vollgebiss. Ach so, die ganze Sache ist noch nicht erledigt. Nee, das geht schon noch ein bisschen länger. Mhm. Ich habe auch oben jetzt 2 Entzündungen wieder. Ja. Also wenn ich Entzündungen habe, dann habe ich auch richtige Entzündungen. Also das kann wirklich sich dahin entwickeln, dass du irgendwann volle Kanne dann eine Kundin von Corega Tabs oder Kugelend wirst. Ja, ich nehme das noch so ein bisschen mit Galgenhumor. Ja. Muss man ja. Tust du sie nachts raus, die Zähne? Tust du sie nachts raus, die Zähne? Nein, brauche ich nicht. Also morgens raus putzen. Das geht ja da schon mal. Hast du einen Freund im Moment? Nö, ich auch gar nicht. Willst du auch gar nicht? Nee, ich habe anderweitig. Wie anderweitig? Eine Frau oder was? Nein. Wie, was heißt anderweitig? Ich habe halt eine lockere Beziehung. Ach so. Nein, ich meine, ich wollte darauf hinaus, ob du da irgendwie Hemmungen hast. Ach so. Wenn du mit einem Mann irgendwie intim bist und küssen und so. Und nee. Nee, ich meine, die sind ja auch durch diesen Clip verschlossen. Sind die völlig fest? Und fest. Ja, klar. Muss ich richtig mit dem Nagel runter und dann geht halt auch ab. Nur jetzt wurde halt neulich nochmal ein Röntgenbild gemacht. Mhm. Und ich habe halt an fast jeder Wurzel, wo halt noch Wurzeln sind, habe ich halt so einen schwarzen Schatten. Also wie so eine Zyste. Mhm. Und aus diesen Zysten resultieren halt Entzündungen. Mhm. Und ich kann mir halt nicht erklären, woher das kommt. Mhm. Also sie kann sich das auch nicht erklären. Mhm. Das ist ja das Problem irgendwie. Also ist der Mund ist schon eine Dauerbaustelle bei dir? Ja. Kann man so sagen, ne? Ja. Pflegst du denn jetzt deine Zähne richtig? Nachdem, ja, das schon. Ja, ich meine, das, was noch da ist, kann man sich jetzt eigentlich auch denken, oh, könnte ich jetzt noch sein lassen, aber nein. Also, ja, na gut, aber das ist ja schon sehr wichtig. Es könnte es aber sein, aufgrund dieser Zysten, die du gerade beschrieben hast, dass dann wirklich vielleicht alles dann radikal raus muss. Richtig. Mhm. Da hast du Schiss vor. Und da hast du Angst vor. Ja. Ja, klar. Ja, ich meine, ich hatte jetzt auch mit meiner Mutter mal geredet, irgendwie zum Heilpraktiker zu gehen. Mhm. Also zu einem seriösen. Mhm. Und ich meine, so Entzündungen im Körper haben ja auch irgendwie eine bestimmte Ursache, denke ich mir mal. Mhm. Und ich wüsste halt jetzt vielleicht nur von damals, also mit 19 war dann eine Geschichte. Ja, gut, aber das kann man natürlich, würde ich auch auf allen Wegen erstmal versuchen rauszukriegen, was die Ursache ist. Andererseits, wenn es dann sich doch so entwickeln sollte, dass du ein Vollgebiss kriegst mit deinen jungen Jahren, ist es ja auch nicht so schlimm. Ich meine, immerhin geht das heute, ne? Und wenn die gut gemacht sind, hast du ein Hollywood-Gebiss und siehst aus wie ein Filmstar. Und das ist doch ja jetzt schon. Ja. Meine Liebe. Ja. Dann hoffe ich mal, dass das noch eine Weile dauert mit dem Vollgebiss. Ich auch. Aber ist das schon ganz gut so die Entwicklung, ne? Von wie du es gerade beschrieben hast, bis heute ist doch eigentlich ganz gut. Und Christina kann wieder richtig herzlich lachen und über beide Backen strahlen. Richtig. Ne? Genau. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke dir. Tschüss. Auch. Tschüss. So, Freunde, morgen heißt unser Thema. Hätte Christina vielleicht auch anrufen können, aber bei Christina hat sie dann auch noch andere Ursachen. Morgen heißt unser Thema, für meine Schönheit tue ich alles. Ich möchte mit Schönheitsfreaks, mit Schönheitsbekloppten reden. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die wirklich schon viele OPs auf sich genommen haben, um schön zu sein oder wie sie finden, schön zu sein. Ich möchte mit Menschen reden, die hungern. Sehr hungern, weil sie denken nur, wenn man dünn ist oder sehr dünn ist oder noch dünner ist, ist man schön. Ich möchte mit sportsüchtigen Leuten reden, die sagen, nur wenn ich einen absolut gestählten Körper habe und mindestens am Tag 20 Kilometer gelaufen bin oder sowas, bin ich gut, sehe ich attraktiv aus, bin ich schön. Oder auch mit modesüchtigen Menschen, mit kosmetiksüchtigen Menschen.
In unserer Welt explodiert ja dieses Gewerbe der Schönheit oder ja der Pflege, die ganze Pflegebranche, also der Schönheitspflege. Vielleicht gibt es aber auch Leute, die aufgrund von Unfällen oder Erkrankungen alles daran setzen, schöner zu werden, als sie sind. Das ist natürlich auch interessant und mit diesen Leuten würde ich auch gerne reden. Also für meine Schönheit tue ich alles. Ich möchte gerne mit euch über dieses Thema morgen sprechen. Wenn ihr euch schon mal anmelden wollt, dann macht das über domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an. Da sind dann unsere Leitungen geschaltet. Jetzt geht's weiter mit Daniela. Und Daniela ist wie alt? 22. Guten Morgen. Hallo Daniela. Hallo. Hallo. Domian. Leicht zeitverzögert. Daniela. Hallo? Ja. Gut? Okay. Sehr gut, ja. Um was geht's bei dir? Um was geht's bei mir? Ja, ich habe ein ganz großes Problem. Aber ehrlich gesagt, ich traue mich hier gar nicht weiterzureden, weil ich Angst habe, dass jemand meine Stimme erkennt. Ich bin total nervös. Ja. Und will dir jetzt eigentlich nicht ganz dreist ins Gesicht auflegen. Und aber du hattest ja schon überlegt. Meine Stimme erkannt. Ja, aber du hattest ja überlegt anzurufen und hattest dich dafür entschieden. Ja. Und jetzt irgendwie bin ich doch ganz nervös. Ja, ich will dich nicht bedrängen. Ich nehme das sehr ernst. Wenn du Angst hast, erkannt zu werden und du möchtest nicht erkannt zu werden, möchte ich dich nicht bedrängen. Ist es denn so ein Problem, wofür du dich schämen müsstest oder wo du wirklich anonym bleiben willst, auf jeden Fall? Ich habe eher Angst, dass die Person, um die es geht, das jetzt mithört, vielleicht irgendwie und ich mich blamiere. Also es geht nur, sag ich mal, um eine Blamage. Du hast nicht Angst, dass dir irgendwas passieren könnte oder so? Nein, um Gottes Willen. Eine Blamage. Ist es denn so, dass du dich blamieren könntest, wirklich, durch das, was du sagst? Du bist gut. Jetzt werde ich ja ein bisschen neugierig. Ja, nee, ehrlich gesagt möchte ich doch lieber auflegen. Tut mir leid. Das ist ja lustig. Das habe ich noch nie gehabt. Tut mir leid, dass ich jetzt deine... Nein, ist gar nicht. Nein, ist völlig, okay. Finde ich verständlich und da habe ich Verständnis für. Ich finde es nur wirklich lustig, weil das ich habe mittlerweile fast 18.000 Gespräche hier geführt. Das ist noch keinmal passiert. Das finde ich auch wiederum mutig von dir, dass du jetzt sagst, okay, ich bin jetzt so weit gegangen, aber irgendwie geht's dann doch nicht. Finde ich nicht schlimm. Ich bin dir nicht böse, Daniela. Das musst du entscheiden. Okay, dann fand ich es einfach nett, dass wir beide mal ein paar Minuten geredet haben und dann ist es auch gut. Okay, alles. Dann wünsche ich dir noch was. Dankeschön. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Ja, immer mal wieder was Neues. Also das war ja auch noch nicht da. Hier ist Selin. Stimmt das? Selim. Selin. Ist das ein türkischer Name? Das ist ein türkischer Name, ja. Hinten mit M oder mit N? Mit M. Mit M. Selim. Ja. 20? Nee, doch, 20. Ja. Selim, um was geht's bei dir? Und zwar geht's bei mir darum, dass mein Arzt mir halt letzte Woche Montag Multiple Sklerose diagnostiziert hat. Mhm. Und ja, bisher konnte ich da halt nicht wirklich so drüber reden und jetzt würde ich überhaupt gerne mal wissen, was das ist und wie es mit mir überhaupt weitergeht, wie ich mit meiner Familie da umgehen soll, weil ich habe halt tierische Angst, dass mich meine Familie dann halt anders behandeln wird, wenn ich ihnen das erzähle. Inwiefern anders? Ja, halt, dass die mich behandeln, als wäre ich krank. Und das möchte ich halt nicht wirklich. Na, also eine Krankheit ist es ja schon. Ja, aber ich möchte ja nicht unbedingt so behandelt werden. Ich möchte behandelt werden wie jeder normale Mensch auch. Hm. Wie würde deine Familie dich denn behandeln, wenn sie dich als Kranken behandeln würde? Das weiß ich ja nicht. Ich weiß ja nicht, wie die darauf reagieren, wenn ich ihnen das erzähle. Hast du Angst, dass man sogar auf Abstand geht zu dir? Ja, sowas in der Art meine ich, genau. Also, dass sie dich, ich sag's mal ganz krass, ausstoßen würden? Ja. Echt? Hast du die Sorge, hast du? Ja. Warum, wenn der Sohn krank wird? Ja, wie gesagt, ich weiß halt nicht, ob ich denen das erzählen soll und... Mhm. Erstmal, lass uns mal von vorne anfangen. Wie kamst du überhaupt und hast dich untersuchen lassen? Du hattest Beschwerden. Ja, ich habe schon seit über 2 Jahren ständig Magenbeschmerzen, Schmerzen, bin ständig am Zittern und habe ständig Müdigkeit, obwohl ich eigentlich total ausgeschlafen bin. Mhm. Und daraufhin bin ich halt zum Arzt gegangen und da ich auch sehr stark unter Depressionen gelitten habe und auch heute noch einigermaßen leide,
hat mir dann halt mein Arzt gesagt, ich sollte diese Kernspintomographie machen. Ja. Dann habe ich diese halt gemacht und dann wurde mir dann halt erzählt, dass dass es Multiple Sklerose ist, dass es eine Nervenkrankheit ist und wurde mir das halt nur ganz grob erklärt, was es ist. Und ja, ich bin mir da halt jetzt nicht so sicher, ob das jetzt irgendwie schlimm ist. Er sagt zwar, dass da halt nur knapp 3% der Leute dran sterben, aber... Mhm. Es ist auf jeden Fall eine ernstzunehmende Erkrankung, die man behandeln sollte und die in ärztliche Aufsicht gehört. So würde ich es mal als Laie spontan sagen. Hat dieser Arzt sich denn jetzt mit dieser Diagnose alleine gelassen oder wird er dich behandeln und begleiten? Ja, diese Krankheit an sich ist ja nicht wirklich behandelbar. Es ist nur behandelbar, die Symptome, halt dieses ständige Zittern und dieses Unruhigsein. Mhm. Aber da sagte er, dass man das auch erst behandeln kann, wenn es wirklich extrem schlimm wird. Dass man das halt alles zurückschrauben kann, dass es ein bisschen länger dauert. Ist das ein Facharzt oder ein praktischer Arzt? Das ist ein Facharzt gewesen. Ein Facharzt. Also ich finde, würde ich jetzt mal so auch laienhaft sagen, ich würde auf jeden Fall mir einen Spezialisten raussuchen, der sich mit dieser Krankheit gut auskennt. Kann man ja im Internet rausfinden und da mal einen Termin machen, damit das mal erstmal sachkundig beurteilt wird, ein Fall. Ja, aber wie soll ich jetzt mit meinen Freunden und mit meiner Familie da überhaupt umgehen? Mit? Ja, lass uns gleich darüber sprechen. Ich würde dich gerne noch was anderes fragen. Du hast gerade gesagt, dass du auch unter Depressionen leidest. Ja. Schon lange? Eigentlich schon etwas länger, ja. Aber das wurde jetzt erst Anfang dieses Jahres richtig schlimm, dass ich mich halt auch versucht habe, selber umzubringen. Und was sind das denn für, gibt es ein Hauptproblem, Selim? Na, was heißt ein Hauptproblem? Das ist halt, dass ich mich allein gelassen fühle, dass ich halt denke, dass niemand zu mir steht. Warum fühlst du dich allein? Also die Depression hat ja jetzt noch nichts mit der Krankheit zu tun, weil da wusstest du ja noch gar nicht, dass du krank bist. Ja. Und dennoch hast du dich allein gelassen gefühlt. Warum? Ja, ich hatte, ich habe zu dem Zeitpunkt, knapp zwei, drei Monate bevor ich diese Selbstmordversuche gemacht habe, hatte ich halt meine damalige Freundin und halt auch meine Tochter damit verloren. Ach, du hast schon eine Tochter? Ja, und da sind wir halt getrennt gewesen. Mhm. Und ja, dadurch denke ich halt, dass es dann kam mit der Zeit. Dass es halt dann zu heftig wurde, dass ich mir das alles viel zu nah genommen habe. Ja, wieso hast du hast du die Freundin durch diesen Selbstmordversuch verloren? Nein, schon vorher. Vorher? Ja, das habe ich gar nicht verstanden. Warum hast du sie verloren? Die Beziehung ist auseinandergegangen. Ja. Und warum? Ja, das war ja total komisch. Ich war an der Ostsee zu dem Zeitpunkt und dann ging das halt drunter und drüber, dass es wohl hieß, dass sie dann halt einen neuen Freund hat. Und dann bin ich da schon total zusammengebrochen. Ich hatte da auch einen Nervenzusammenbruch gehabt. Ich lag da auch im Krankenhaus. Mhm. Und dann habe ich da halt... Hatte sie denn einen neuen Freund? Wohl nicht, nein. Nein. Wie lange warst du denn mit der Frau zusammen? Knapp 3 Jahre. 3 Jahre. Ist ja so alt wie du? Sie ist so alt wie ich, ja. War das ein Versehen, dass sie schwanger geworden ist? Nein, das war ein Wunschkind. Ein Wunschkind. Und das Kind lebt jetzt bei ihr? Bei ihr, ja. Und wie lange hast du das Kind nicht mehr gesehen? Jetzt knapp 3 Monate, aber das Problem, wir sind ja wieder zusammen. Das heißt, ich habe jetzt auch meine Tochter wieder. Ihr seid jetzt wieder zusammen? Ja. Und ihr lebt auch zusammen? Nein, wir leben nicht zusammen. Sie hat ihre eigene Wohnung, ich habe meine eigene Wohnung. Mhm. Und ja, da mein Arzt halt gesagt hat, dass Multiple Sklerose eine vererbbare Krankheit ist, habe ich halt Angst, dass auch die Kleine das hat. Und ich habe bevor ich wusste, dass ich diese Krankheit habe, wurde sie wieder schwanger. Das heißt, sie ist jetzt momentan wieder schwanger. Mhm. Weiß sie von deiner Erkrankung, deine Freundin? Nein. Wer weiß jetzt überhaupt davon? Bisher noch keiner, außer meinem Arzt und ich. Mhm. Warum erzählst du es deiner Freundin nicht?
halt, das ist diese Angst, dass die mich halt anders behandeln könnte oder dass sie mich halt deswegen verlässt. Weil also selbst die Freundin, du hast Angst, dass die Freundin dich verlässt, wenn sie das erfährt, und du hast sogar Angst, dass deine Familie dich verstößt. Ja. So, jetzt will ich erstmal sagen zu deiner Freundin, wenn die dich verlassen würde, wenn die dich deshalb verlassen würde, dann wäre es ein schlechter Mensch, sage ich dir. Also das wäre, da gibt es gar keine Begründung für. Wie ist denn eure Beziehung im Moment? Im Moment ist sie eigentlich wieder ganz in Ordnung. Immerhin kriegt er jetzt ein neues Kind, ein zweites Kind. Und wenn deine Freundin dich verlassen würde, weil du MS hast, stimmt mit dieser Frau aber vorne, hinten und oben und unten nichts. So, was deine Familie anbelangt, das kann ich nicht einschätzen. Ich bin ganz befremdet darüber, dass du überhaupt die Sorge hast, dass dich deine Familie verstößt. Aufgrund das Problem ist, das sind meine Pflegeeltern. Und ich weiß ja nicht, wie jetzt meine Pflegeeltern darauf reagieren, weil vielleicht denken die auch nur, dass sie meine Pflegeeltern sind und sie mit mir nichts mehr zu tun haben. Auch das finde ich empörend, muss ich dir sagen. Es finde ich ganz schlimm, wenn deine Eltern oder deine Pflegeeltern dich verstoßen würden, weil du krank bist. Was sind denn das für Menschen? Wie ist denn dein Verhältnis zu den Eltern? Ja, eigentlich mittelmäßig. Wir hatten viel Streit und jetzt mittlerweile, als wir das mitbekommen haben, dass meine Freundin wieder schwanger ist, ist es ja ein bisschen in den Keller gegangen. Ist es ruhiger geworden? Ja, das heißt, die melden sich nicht mehr bei mir und ich mich auch nicht mehr bei denen. Was machst du denn beruflich? Kannst du arbeiten? Ja, ich bin Friseur. Ich hatte, nachdem ich die Diagnose halt erhalten hatte, habe ich sehr stark gezittert vor Angst, weil ich halt nicht wusste, was ich machen soll. Und als Friseur ist das halt so ein bisschen schlecht, wenn man dabei zittert. Und bist du im Moment beurlaubt oder bist krankgeschrieben oder was? Nein, also jetzt seit Montag gehe ich wieder arbeiten. Ach so. Und ja, bisher geht's auch einigermaßen. Das heißt, ich reiß mich da ein bisschen zusammen. Weißt du, Selim, ich weiß nicht viel über MS, aber ich weiß, und das ist, glaube ich, sehr richtig, dass diese Krankheit sehr, sehr viel mit der Seele des Menschen zu tun hat. Das ist auch eine körperliche Erkrankung, aber die Seele spielt eine große Rolle. Und wenn die Seele nicht im Lot ist, ist das für diese Erkrankung sehr schlimm. Ich rate dir ganz, ganz, ganz dringend, da du ja so ein verschwiegener oder verschlossener junger Mann bist und mit niemandem sprichst, du brauchst einen regelmäßigen Ansprechpartner. Ich würde dir sogar wirklich ganz dringend eine Psychotherapie empfehlen, wo du einmal in der Woche zu einem Fachmann gehen kannst und wo alles besprochen wird. Dann würde ich es an deiner Stelle schon auch der Freundin sagen. Du kannst ja noch mit der Information bei deinen Eltern dich zurückhalten, nicht alles auf einmal machen. Vor allen Dingen, wenn das Verhältnis eh nicht so ganz gut ist. Aber deine Frau, deine Freundin, das ist ja die nächste Bezugsperson um dich herum. Und die muss das wissen. Die muss auch wissen, was in deinem Herzen los ist. Und du bist ja bedrückt. Und das ist ja normal. Wär ich auch. Wenn man so eine Diagnose bekommt, hat man erstmal Angst. Was kommt auf mich zu? Wie entwickelt sich die Erkrankung? Weißt du, es gibt sehr, sehr viele Menschen in Deutschland, leiden unter dieser Krankheit. Und es gibt überall in ganz Deutschland Selbsthilfegruppen. Ja, aber wie komme ich dann in solche Gruppen? Werden wir dir gleich die Adressen geben. Fände ich zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiges Ding für dich, dass du zu einer solchen Gruppe mal gehen würdest. Da seid ihr unter euch, da bist du mit Menschen zusammen, die gleiche Erkrankung haben. Die können dir auch Tipps geben von guten Ärzten. Das spricht sich ja dann herum und so weiter. Auf jeden Fall, auf was ich hinaus will, ist, du musst aus deinem Schweigen ausbrechen. Du bist ja jetzt schon ausgebrochen, indem du den Mut hattest, hier anzurufen. Was dir sicher auch nicht leicht gefallen ist. Nee, nicht wirklich. Das glaube ich. Aber ich finde es gut und wichtig für dich. Und toll, dass du es gemacht hast. Aber du musst weitermachen. Du hast, glaube ich, sehr viel in der Hand, wie deine weitere Entwicklung sich darstellt in der Erkrankung. Wenn du dich öffnest und auch aktiv dich darum bemühst und daran arbeitest, hast du, glaube ich, gute Chancen. Sehr gute Chancen. So, jetzt werden wir dich erstmal gut versorgen mit den entsprechenden Anlaufstellen und Adressen. Und da musst du auch den Mut haben, dann dahin zu gehen. Ja, ich
werde es versuchen. Weißt du, mit einer Psychotherapie, das dauert immer eine Weile, ehe man das als eingefädelt hat. Aber zu so einer Selbsthilfegruppe kannst du schon die nächsten Tage gehen oder dich da informieren, wann das nächste Treffen ist. Oder kannst mal jemanden anrufen. Rede mit Leuten, die auch diese Erkrankung haben. Das wird dir sehr, sehr helfen. Und dann entscheidest du, wenn du erstmal selbst ein bisschen stabiler geworden bist, dann entscheidest du das mit den Eltern. Mhm. Ja? Okay. Mein Lieber, dann legst du bitte auf und Anja, das ist meine Psychologin heute Nacht, die ruft dich gleich an. Okay. Alles Gute und wirklich alles Liebe wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss, Selim. Okay, tschüss. Nochmal der Hinweis auf morgen. Meine Lieben, morgen heißt unser Thema: Für meine Schönheit tue ich alles. Ich will mit Leuten reden, die sich operiert haben, was das Zeug hält, um schön zu sein. Mit Menschen, die hungern, um schön zu sein. Mit Menschen, die Sport treiben wie irre, die unglaublich viel Geld für Kosmetik ausgeben oder für Mode. Das zählt ja auch zur Schönheit. Und auch gerne mit Leuten, die aufgrund einer Erkrankung, eines Unfalls vielleicht entstellt wurden und deshalb begründetermaßen sich sehr ins Zeug legen und auch Geld ausgeben und Schmerzen in Kauf nehmen, um etwas schöner oder attraktiver wieder zu sein, als sie es nach der Erkrankung oder dem Unfall waren. Wenn ihr gerne mitmachen wollt, meldet euch per Mail oder ruft an. Ab 0 Uhr sind wir ja immer hier für euch da. 0800 220 5050. Das ist eine kostenfreie Nummer. Oder die Mailadresse domian@wdr.de. So, jetzt bin ich verbunden mit dem René. Und René ist 22. Hallo René. Hallo Domian. Hallo René. Um was geht's bei dir? Ich hatte vor einem Jahr einen schweren Autounfall mit meinem besten Freund. Mhm. Er ist gefahren und auch dabei ums Leben gekommen. War er schuld? Naja, es war ein Reh auf der Straße, also. Bitte? Es war ein Tier auf der Straße. Mhm. Er ist halt ausgewichen. Ich weiß nicht, ob man das als Schuld nennen kann. Nee, ist er zu schnell gefahren? Nein. Dann war es dann... Auch nichts getrunken, also... Ein schlimmes Unglück. Ja. Mhm. Und du saßt mit dem Auto? Ja, ich war der Beifahrer. War sonst noch jemand im Auto? Nein. Wir waren auf einer Geburtstagsfeier von einer Freundin und auf dem Rückweg ist es dann passiert. Es war auch kein Alkohol im Spiel? Nein. Reh, das hört sich so nach Wald... Strecke an Landstraße? Ja, an der Landstraße. Beschreib mal, was passiert ist genau. Ich kann mich eigentlich nur noch an das Tier erinnern, dass er das Lenkrad verrissen hat. Bitte? Na, dass er das Lenkrad verrissen hat und eigentlich dann nur noch ein lauter Schlag, ein dumpfer Schlag. Mhm. Und... Also er ist dem Reh ausgewichen und ist dann irgendwie gegen den Baum gefahren. Mhm. Ich bin dann, ich weiß nicht, wie lange ich weg war, aber ich bin danach kurz wieder zu Bewusstsein gekommen und Schmerzen gehabt und habe ihn eigentlich nur noch röcheln hören. Er wollte irgendwas sagen. Mhm. Und dann ist er auch schon, da war es still. Das heißt, du hast das bewusst miterlebt, wie er gestorben ist? Ja. Und du selbst warst auch eingeklemmt? Ich war eingeklemmt. Ich habe dann auch das Bewusstsein wieder verloren. Mhm. Bin dann erst wieder im Krankenhaus aufgewacht. Weißt du, hat man dir erzählt, wie lange ihr da gelegen habt, bis irgendwann mal Hilfe kam? Nein. Es war dann, wie viel Uhr war es? Es dürfte irgendwas nach Mitternacht gewesen sein. Nach Mitternacht. Welche Verletzungen hattest du, René? Meine beiden Beine waren gebrochen. Mhm. Hatte einen Milzriss. Mhm. Leber war gerissen. Und so schürfunden. Mhm. Wie lange hast du im Krankenhaus gelegen? Also im Krankenhaus 6 Wochen. Mhm. Und dann noch 5 Wochen Reha. Mhm. Ich lag auch eine Woche im Koma. Du lagst eine Woche im Koma? Die haben mich ins künstliche Koma versetzt damals, ja. Ja. Ich habe aber dann erst 4 Wochen später erfahren, weil ich habe halt nach ihm gefragt, wie es ihm geht, und die Ärzte haben nichts gesagt. Mhm. Nach 4 Wochen dann
als du aus dem Koma erwacht bist, konntest du dich nicht mehr erinnern an die Szene, dass er gestorben ist neben dir. Das kam alles danach. Bist du denn heute körperlich wieder einigermaßen auf dem Damm? Ja, das schon. Aber seelisch nicht? Nein. Das höre ich. Ich habe das jetzt wieder so seit... Ich habe eigentlich so noch nie mit jemandem drüber geredet, weil... Mir geht das sehr nah. Das war meine allerbeste Freundin. Kannte ich seit dem Sandkasten. Und... Hatte es wieder so seit ein paar Wochen, dass ich nachts von träume und... Ja. Hast du denn... Hast du Familie? Ja. Und hast du eine Freundin? Ja. Auch. Und du hast mit deiner Familie und deiner Freundin nie ausführlich über diesen Schock gesprochen? Nein? Nein. Warum nicht? Naja, sie haben es probiert, doch. Meine Eltern, aber ich hatte da einmal... Ja, ich habe mich da dann zurückgezogen. Du bist, du wirkst jetzt in dem Gespräch sehr, sehr angeschlagen und sehr traurig. Ja. Wirkst du, bist du so auch, wenn du mit deiner Freundin zusammen bist, oder reißt du dich da so am Riemen? Da reiße ich mich schon am Riemen. Das heißt, die weiß gar nicht, wie es in dir aussieht? Nee. Was hat dich bewogen, jetzt gerade hier heute Abend anzurufen? Ich hab's schon öfters probiert, aber nicht durchgekommen und ich habe das halt in den letzten Wochen, dass ich halt davon träume und ich halt nicht mehr weiß, was ich machen soll. Ich habe irgendwo Angst, zu dem Psychologen zu gehen. Hast du Angst? Ja, dass es irgendwie Freunde oder meine Freundin mitbekommt. Wenn deine Freundin mitbekäme, dass du zum Psychologen gehst, was wäre dann? Ich weiß es nicht. Sie wird es wahrscheinlich verstehen, aber die Angst ist trotzdem mit dabei. Und was für eine Angst ist das? Weiß nicht. So als... Dass sie denkt, du bist... labil, das verstehen so. Aber meinst du denn nicht, dass alle Leute überhaupt in deinem Umfeld größtes Verständnis dafür haben, wie es dir geht, wenn man so etwas erlebt hat? Ich meine, gerade deine Freundin und deine Eltern haben es ja nur hautnah mitbekommen. Du lagst so lange im Krankenhaus, du warst im Koma, man kennt die Geschichte, was passiert ist. Das würde doch jeden von uns umhauen. Bitte? Die wissen nicht, dass er neben mir gestorben ist. Wie, die wissen das nicht? Sie haben nie darüber geredet. Sie wissen nur, dass er bei dem Unfall ins Leben gekommen ist. Ach so, die wissen nicht, dass du das bewusst gesehen hast. Richtig. Das weiß niemand? Nein. Mensch, Junge, warum hast du das denn nie irgendwo jemandem mal erzählt? Ich weiß nicht, Angst. Mich hat das anfangs sehr, sehr belastet. Das tut es immer noch. Rechnest du dir denn irgend... Hat das irgendwie mit Schuld was zu tun? Mit Sicherheit, ja. Bedingt. In welcher Richtung? Ich konnte mich nicht bewegen. Ich hätte ihm, glaube ich, auch nicht helfen können, aber irgendwie... Du warst doch selbst schwer verletzt. Ja. Aber man versucht halt trotzdem, für seine Freunde immer das Beste zu tun. Natürlich, das sehe ich auch so, aber in dem Fall... Du hättest es ja getan, wenn du es hättest tun können. Darauf kommt es ja an, aber du warst ja selbst so, du warst ja schwer verletzt, wie du es gerade beschrieben hast. Machst du dir Vorwürfe, dass der Unfall überhaupt passiert ist? Ich war derjenige, der heim wollte, also. Natürlich frage ich mich, ob eine Stunde später gefahren werden, ob das dann auch passiert wäre. Das kann ich verstehen, René, dass man als Betroffener so, ich sag jetzt mal, ich meine es nicht böse, solche verrückten Gedanken hat. Ja. Aber objektiv gesehen ist das natürlich
Wahnsinn, was du da machst. Weil wenn es Schicksal gibt, dann war das Schicksal, was da passiert ist. Vielleicht wäre das Reh auch noch eine Stunde später gekommen. Das weiß man nicht. Also es hat mit keiner individuellen Schuld etwas zu tun. Aber ich kann natürlich verstehen, was da also in dir herumgeht. Weißt du, was mich auch erschreckt? Ich hatte es ja gerade schon bei dem Selim. Der hatte Angst, dass er verstoßen wird von seiner Familie oder seiner Freundin, wenn er erzählt, dass er MS erkrankt ist. Dass du sowas Ähnliches denkst bei deiner Freundin, dass, obwohl du gerade noch gesagt hast, die würde schon Verständnis dafür haben, wenn du zu einem Psychologen gehen würdest. Ich denke mal, dass sie schon dafür Verständnis hätte. Aber ich glaube halt auch anderes, als dass es von einem bitteren Beigeschmack begleitet wird. Aber weißt du, was mir nicht verständlich ist, so wie ich dich jetzt gerade erlebe? Du brauchst doch eine irrsinnige Kraft, dich vor ihr zu verstellen, dass die das nicht merkt, was mit dir los ist. Ja, ruhig vor jedem. Aber ich habe mich seit dem Unfall auch sehr zurückgezogen. Es wird natürlich darauf abgemünzt, ja, sein bester Freund ist bei dem Unfall gestorben. Ist klar, dass er sich zurückzieht, aber... Wie wichtig war dir dieser beste Freund? Wie ein Bruder. Das heißt, man kann sagen, dass du ihn geliebt hast. Ja. Noch mehr? Nein. Bist du berufstätig? Ja. Was machst du? Bin bei einem großen Konzern für Computer und Mikrochips. Ah ja. Das heißt, da musst du auch den ganzen Tag eine Rolle spielen und funktionieren. Ja, da funktioniert's. Also, da lenke ich mich halt mit der Arbeit ab und... Bist du jetzt seit vielleicht Monaten zum ersten Mal so, wie du dich fühlst hier in diesem Gespräch? Ja. Dass du das mal zeigst? Ja. Das hält kein Mensch aus, René. Das hält kein Mensch aus. Nein, ich hab's auf das, dass ich, wenn ich nachts aufwach, dann ziehe ich mir schnell was über und gehe raus, damit es meine Freundin nicht mitbekommt. Und... Was ich glaube, wenn du so weitermachst, wirst du seelisch ganz schwer erkranken. Weil du bist ja in einem Gefängnis in dir drin. Und ich glaube, dass man dir sogar relativ einfach helfen könnte. Aber das musst du dann auch tun. Du hast einen Schock, ein Trauma erlebt. Da gibt es so hervorragende Therapien und Therapeuten, die sich damit beschäftigen. Das schaffst du alleine nicht. Ja, das... Du warst in der Meinung bin ich auch halt langsam, weil... Deswegen habe ich mich jetzt heute nochmal versucht bei dir. Ich habe Sorge, wenn du nichts unternimmst, dass du körperlich erkrankst. Oder dass du seelisch so weit abstürzt, dass vielleicht irgendwas Schlimmes passiert. Und das darf nicht geschehen. Das darf nicht geschehen. Es ist in all dem schweren Unglück, was du miterlebt hast, dann doch auch noch ein sehr großes Glück, dass du lebst. Und dieses Leben darf man jetzt nicht leichtfertig in Frage stellen. Das hätte dein Freund auch nicht gewollt. Dein Freund hätte hundertprozentig zu dir gesagt, René, mach jetzt was für dich. Unternimm was, damit du wieder auf die Beine kommst. So. Ich finde, dass du deiner Freundin sagen solltest, dass du zum Psychologen willst. Da hast du eine große Erleichterung. Und ich kann schwören, wie ist denn eure Beziehung? Wunderbar. Wunderbar. Also sie hat mich da schon sehr aufgefangen. René, dann bin ich sicher, dass deine Freundin, vielleicht ahnt die längst, was mit dir los ist, dass die sagt, toll, mach es unbedingt. Ja. Ich unterstütze dich. Dann hast du schon eine Last weniger.
So, und jetzt kriegst du von uns noch einen Tipp oder Tipps, wie, wo du was machen könntest. Ich weiß nicht, wo du wohnst und das kann meine Psychologin dir sagen, wo du hingehen sollst. Okay. Mach es. Mach es auch, sieh es als Vermächtnis an, dass dein Freund das gewollt hätte. Er würde sich sehr, sehr freuen, wenn du es tun würdest. Er will nicht, dass du leidest. Ja. So, René, jetzt legst du bitte auf und wir rufen dich gleich wieder an. Alles klar. Alles Gute. Danke dir. Tschüss. Ciao. Heute Abend ist der Abend der 22-Jährigen. Ich habe ganz viele 22-jährige Leute hier. Jetzt habe ich Nihal hier. Hallo. Nihal, stimmt das? Genau. Eine Frau. Eine Frau, Nihal. Du bist auch 22. Genau. Um was geht es, Nihal? Ich habe ein arges Beziehungsproblem, kann man sagen. Ein arges Beziehungsproblem? Genau. Erzähl. Ich stehe zwischen zwei Männern. Mhm. Beschreib mir mal. Der eine Mann ist seit 3 Jahren meine Affäre. Ja. Und jetzt habe ich jemanden kennengelernt. Ja. Wo ich Gefühle für entwickelt habe. Ja. Aber ich kann mich einfach nicht entscheiden. Von dem einen bin ich finanziell abhängig. Von der Affäre? Genau. Was ist das? Ist das eine Affäre oder ist das eine richtige Beziehung? Nein, er hat sein eigenständiges Leben, ist verheiratet. Ach so. Hat 2 Kinder. Mhm. Und ich lebe in einem Haus, was er mir gemietet hat, 100 Meter von ihm entfernt. Mhm. Ja, es ist alles ein bisschen kompliziert. Das heißt, der finanziert dieser Mann dich? Mehr oder weniger. Gehst du, aber du gehst auch noch arbeiten, oder nicht? Ich gehe auch arbeiten. Das heißt, du könntest dich auch alleine finanzieren? Genau. Das ging auch, aber im Moment bezahlt er dein Haus, in dem du wohnst? Ein ganzes Haus? Ein ganzes Haus. Das Haus? Eingerichtet. Da wohnst du alleine? Ganz alleine, genau. Und das hat er finanziert? Genau, es ist sein eigenes Haus, das hatte er sich damals gekauft. Und du darfst umsonst wohnen in dem Haus? Richtig. Und gibt er dir sonst auch noch Geld? Unter anderem. Wie viel denn im Monat so? Das ist ganz unterschiedlich. Wir fahren öfters weg, damit wir halt uns frei bewegen können, was wir hier, wo ich wohne, nicht können. Mhm. Tja, und dann natürlich Klamotten, alles, was so anfällt. Mhm. Also man muss sagen, die Arbeit, die ich mache, ich bin arbeitslos und habe diesen 1-Euro-Job währenddessen. Mhm. Und so viel kommt da ja nun auch nicht bei rum. Mhm. Ach so, weil ich gerade am Anfang gefragt habe, dass du eine Arbeit hast. Da hast du gesagt, ja, aber du meinst den 1-Euro-Job. Genau. Mhm. Das heißt, so viel kommt da nicht rum. Und das Leben wäre sehr viel karger und magerer, wenn du alleine dich finanzieren müsstest. Stimmt. Mhm. So, erzähl mir von dem Neuen. Seit wann gibt es den Neuen? 3 Wochen. 3 Wochen erst? Genau. Wo hast du den kennengelernt? In einem Café. Er hat mich angesprochen und man könnte eigentlich sagen, es war Liebe auf den ersten Blick. Ist es Liebe? Es ist absolut Liebe, ja. Du bist richtig, richtig verliebt. Oh, das ist schon mehr als verliebt sein. Ja, nur mal vorsichtig sein. 3 Wochen sind erst 3 Wochen. Ja, also vom Sehen her kannte ich ihn schon ewig lange. Ja. Ich fand ihn sehr interessant und habe auch mit meinen Freundinnen da gesagt, und meinte, naja, der wird mir auch schon gut gefallen. Mhm. Diese Affäre, war da von deiner Seite aus mal Liebe im Spiel? Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, schon. Immer noch? Nee, das hat eigentlich vor einem Jahr hat es aufgehört. Wir hatten uns auch getrennt gehabt. Ich bin hier weggezogen. Ach so. Und ich bin doch wiedergekommen. Also das heißt, du hast schon mal in diesem Haus gewohnt, bist weggezogen und wieder hin? Genau. Mhm. So. Weihnachten bin ich zurückgekommen, kurz vor Weihnachten. So, nehmen wir mal an, wir spielen das Ganze mal durch. Ich bin noch ein bisschen vorsichtig, weil die andere Sache erst 3 Wochen alt ist. Da, finde ich, muss man immer noch ein bisschen vorsichtig sein, da ist man in der Euphorie, aber egal. Wenn die finanzielle Verstrickung nicht wäre, nehmen wir mal an, du hättest dein Einkommen und auch deine eigene Wohnung. Wie wäre die Situation für dich dann im Moment? Ganz anders. Ich wäre ja unabhängiger. Ich bin im Moment wie in so einem kleinen goldenen Käfig in diesem Haus. Das heißt, dann würdest du sagen, eher dann mit dem Gedanken spielen, ich lasse die Affäre sein und kümmere mich jetzt um meine Liebesgefühle.
Genau. Mhm. Das Schwierige war halt, das geht jetzt schon ein paar Jahre. Ja. Und ich konnte nie mit jemandem darüber sprechen, ja, weil meine Familie wohnt nicht hier, ich habe wenig Freunde, was das angeht. Mhm. Und es war schon immer, das hat mich schon teilweise aufgefressen, manche Nächte. Mhm. Tja, ich wollte schon öfters gehen, aber ich hatte nie den Mut oder das Streben, dass ich gesagt habe, so jetzt. Nie halt. Vielleicht ist jetzt diese Verliebtheit, in der du da schwelgst im Moment, vielleicht ist das ein Zeichen, dass du jetzt endlich einen Schlussstrich ziehen solltest unter diese Sache. So wie du es geschildert hast, klingt das nicht gut. Das klingt nicht gesund. Das heißt, da bist du in Abhängigkeit von einem Mann, der dich da bezahlt, mehr oder weniger, oder sich an dich, dich an ihn bindet durch das Geld. Das ist alles nicht gut. Du bist ja kein freier Mensch. Das stimmt. Vielleicht hast du es dir auch zu bequem gemacht in dieser Rolle. Natürlich, das will ich auch überhaupt nicht abstreiten. Gut, Fehler sind da, dass man aus ihnen lernt. Jetzt könntest du daraus lernen. Wenn du dich jetzt von ihm löst, wie würde der darauf reagieren, die Affäre? Das kann ich gar nicht sagen. Aber du hast keine Angst vor dem, dass der dir irgendwas antut, oder? Ach, da bin ich mir nicht so sicher. Also dieser Mann ist schon unberechenbar. Ach so. Aber gut, du bist ja schon mal ausgezogen da. Genau, und das war auch nicht so prickelnd. Mhm. Und trotzdem bin ich wiedergekommen. Ich weiß nicht, was mich dazu geritten hat. Ja, natürlich vielleicht das Geld, vielleicht das Leben, was ich dann hatte. Das glaube ich. Mhm. Das glaube ich, dass es schon ein großes Gewicht hat. Genau. Wo bist du denn damals hingezogen? Ich habe damals einen ganz guten Freund gehabt, der mir angeboten hat, du, pass auf, sofort, du kriegst einen zweiten Schlüssel, du kannst hierher ziehen. Und das habe ich dann natürlich in Anspruch genommen, bin weg. Mhm. Hab die damaligen Schlüssel von dem Haus einfach auf dem Tisch liegen lassen und war weg. Mhm. Und dann war ich drei Monate später war ich wieder da. Immerhin, 3 Monate hast du es geschafft. Dieses Haus, sind da viele Sachen von dir drin? Gar nicht. Also bis auf meine Anziehsachen habe ich hier nichts, was mir gehört. Das heißt, du besitzt aber keine Möbel oder irgendwas? Gar nichts. Nee. Das heißt, das ist ja wiederum ganz einfach für dich. Du kannst deine 7 Sachen packen und bist weg. Genau. Das klingt ja schon mal ganz gut. Du bist da nicht richtig eingenistet in diesem Haus. Nein, ich habe hier nicht ein Foto an der Wand, nichts. So, da ist kein Liebesgefühl mehr im Spiel zu deiner Affäre. Richtig. Da ist eigentlich das Gefühl, ich sitze im goldenen Käfig und bin abhängig von diesem Mann. Genau. Und da ist ein neuer Mann, von dem du sagst, Mensch, mein Herz flirrt, ich bin richtig verknallt. Genau, ich möchte ja auch weg. Mhm. Nur die Möglichkeit, wie ich es anstelle, was ich zuerst tue, das quillt in meinem Kopf von links nach rechts und von oben nach unten und ich weiß nicht, wie ich den ersten Schritt wie machen sollte. Ja, ich meine, du bist ja nur in gewisser Weise erfahren. Der erste Schritt ist, dass du dich bemühen musst, irgendwo eine Unterkunft zu finden. Vielleicht erstmal vorübergehend, am besten dann irgendwann, dass du für dich ein eigenes Zimmer oder eine eigene Wohnung findest. Das ist mein Ziel, was ich mir gesetzt habe. Das ist das Ziel. Und Ziele sind dafür da, dass man an ihnen arbeitet und das, um sie zu erreichen. Manchmal ist das mühsam. Das musst du machen. Da gibt's gar keinen. Ich finde, der Fall ist völlig klar. Du musst da raus. Ne? Müssen wir gar nicht weiter reden. Du musst da raus. Du musst eine freie Frau werden. Genau. So, jetzt musst du dir all diese ganzen organisatorischen Sachen da überlegen. Das kann ich dir jetzt auch nicht sagen, wie du am besten wo eine Wohnung dir besorgen kannst. Das weiß ich nicht. Ja, du musst da raus. Die große Linie ist, du musst da raus, du musst dich von diesem Mann befreien und dann genieße dein freies Leben, genieße eben dann auch dieses Liebesgefühl, was du mit dem neuen Partner da empfindest und teilst. Raus aus dem goldenen Käfig. Weg mit dem goldenen Käfig. Ja, genau das ist das, was ich möchte, aber im Hinterkopf immer diese Gedanken, sollte ich es tun, ist es das jetzt wert? Ja. Das ist es wert. Ich sag's dir. Ich sag's dir, ohne irgendjemanden dazu kennen, es ist es wert. Allein, dass du eine freie und selbstständige Frau wirst. Genial. Jetzt muss ich Schluss machen. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Danke. Tschüss. In der Technik war Gundel Blendin. Morgen heißt unser Thema Für meine Schönheit tue ich alles. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen und 1 Uhr 1 Festival.